Hallo und willkommen mal wieder zu The Last Remnant. Und heute habe ich ausnahmsweise mal meine Festplatte etwas leerer geräumt, damit sowas wie beim letzten Mal nicht nochmal passiert. Ja, wo sind wir stehen geblieben? Wir waren in dieser Höhle, haben die Slave Traders gekillt und werden uns jetzt wieder zurückbegeben in das Castle von Adlam, um eben mit der Story weiterzumachen. Hoffentlich. So. Dann auf geht's. Slave trading syndicate and anti-remnant terrorists. Lovely. And to think, while we were fighting beastmen, those fiends were doing as they pleased. We are already looking into this, Lord David. You should not trouble yourself further. More importantly, we have learned of something else similarly troubling. Multiple sources have reported seeing a bright light flash across the sky. A flash? Every so often, remnants emit light. It's called luminescence. The light could have been luminescence from the Valeria Heart, or the Gay Bulg reflected on the clouds. Ah, but the Valeria Heart and the Gay Bulg are bound. They have not seen a luminescence in a long, long while. Then maybe a different remnant. That light moved as if it possessed a mind of its own. Very different from luminescence, to be sure. Then, a flying monster. So it would seem. Where was the light headed? Towards Dilmore. Fine. You four take Rush and head to Dilmore immediately. It seems we're up against a flying remnant. No way! That's impossible! The Academy's research on newly discovered remnants may be ongoing, but they have never announced a remnant with the power of flight. No. It must be a remnant. No other possibility makes sense. Now we're up against a group that has its hands on an unknown remnant. Choose your battles with discretion. Retrieving Arena is top priority. Yes, my lord. Don't sweat it, Dave. We're the good guys. We'll definitely get Arena back. So. Okay, wir müssten jetzt okay. Impressive, huh? Okay, das verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber egal. Normal müsste ich doch. Irgendwo die das hier austauschen können. Naja, ist ja jetzt auch erstmal egal. Das könnte eventuell später noch funktionieren. Auf nach Dilmore. Das ist etwas größer.
Yay, die Power. Ja, das ist, dazu gemacht, dass man sich eben schneller bewegen kann. Und dadurch hat man eben die Möglichkeit, mehrere Monster in einem Kampf zu sammeln. Und eben erst, wenn diese Anzeige wieder voll ist, kann ich die wieder benutzen. Das heißt, ich kann jetzt durchrennen, kann die Viecher einsammeln und in den Kampf reinbringen. Dadurch gibt es für mich mehr Erfahrung. Und ja, eventuell auch bessere Beute. Dafür ist der Kampf eben schwieriger. Ja. Hauen wir die einfach mal um. Hoffentlich sterben die jetzt. Yay. Ja, damit hätten wir die zwei Gruppen hier schon mal gekillt. Leider wird jetzt eine von meinen beiden Units hier geflankt. Das heißt, ich verliere wieder ein bisschen Moral. Ist aber auch nicht so wild. These opponents are not to be underestimated. Doch, ich denke mal, das kann man machen. Und ja, sollte jetzt nichts Unvorhergesehenes mehr passieren, dann habe ich den Kampf gewonnen. Das ist natürlich immer so die Sache, wenn jetzt noch irgendwas passiert, wie zum Beispiel, dass ich 5000 Mal daneben haue, was nicht passiert ist. So, damit habe ich jetzt nur noch diese eine Unit hier stehen. Und heilen braucht man eben gerade im Moment nicht, weil der Kampf ist eh gleich vorbei. Und dann werden die eh wiederbelebt, von daher ist es fuck egal. Das gibt... Ja, das gibt schön... Erfahrung und schön Loot. Das war eben jetzt mal ein etwas... Ja... höherer Kampf mit mehreren Units. Ich hätte vielleicht mal in die Stadt gehen sollen und mal etwas einkaufen sollen. Let's do this. Der ist, glaube ich, allein. Da oben sind wieder so Dreiergruppen, die kann ich natürlich wieder einfangen. Und... ja, hauen wir einfach mal drauf. Come. Noch hat man eben nicht die... Möglichkeit, die Gruppen eben etwas besser zu aufzuteilen, dass man eben zum Beispiel eine Gruppe hat, die sich eben auf Nahkampf spezialisiert. Excellent. Oder eben halt das Monster möchte ich behalten, oder eben eine Gruppe hat, die sich darum kümmert, dass das eben gezaubert wird, oder ein Heiler-Squad. Normalerweise teilt man das eben ein. Aufgrund dieses Kampfsystems, das ist der letzte, kann man das nämlich so machen und ist eigentlich eine ganz gute Sache. Ja. Ich glaube, ich habe nicht alle drei erwischt. Ich bin jetzt nicht aufgepasst gerade. Das ist natürlich eine sehr, sehr dumme Sache ist in so einem Spiel, wo man halt eben irgendwie aufpassen sollte. Und zu langsam. Mystic Missile bringt den aber um. Und da müssten sie eigentlich alle fallen. Jeder Crit, den ich auch bekomme und richtig eben ausführe, bringt mir auch etwas mehr Moral meinerseits. Und wenn ich eben auch einen kritischen Ausweichen habe und eben zurück angreife, komme ich auch nochmal ja, Moral dazu. Dieser Moralfaktor ist ziemlich wichtig. Auch später im Spiel noch.
kann man damit ordentlich was anfangen. Und man sollte es nicht vernachlässigen, wie viel Moral das eben bringt. There's still plenty of power left in these old bones. Ja. Doch, ich hab's alle erwischt. Cool. Okay, hier sind zwei. Let's do this. Sobald übrigens diese Anzeige leer ist und die Kraft wieder ausläuft, sind die wieder untagged, also. Da muss man schon so ein bisschen haushalten mit dem Ding. Damit man eben nicht in ein Hintertreffen gerät. Also in dem Spiel werde ich wahrscheinlich sehr viel Zeit haben zu reden. Das könnte durchaus ungut sein für einige, weil, naja, ist halt so. Geschlankt. Crush that blank! Und zurückgeflankt. Weakling. Ups. Falscher Knopf. Naja, egal. Tod ist tot. So, jetzt hauen wir die mal um. Und haben den Kampf auch geschafft. Ja. Mystic Atempuff. Ja, wie gesagt, man kann eben seine Freunde hier nicht unbedingt ausrüsten. Das machen die alles selber. Die craften sich ihre Waffen und so weiter aus den Materialien, die man findet. Fragen natürlich auch vorher, ob sie das dürfen. Zack. Und ja, das Spiel ist im Endeffekt... Ja, es geht eben darum, das halbwegs gut auszugleichen, was man eben tut. Und eben mit seiner Taktik... Ja, quasi die Schwächen seiner Gruppe so auszubalancieren, dass man eben so wenig wie möglich hat, logischerweise. Also es kann eben auch durchaus passieren, dass man eine ansonsten sehr starke Gruppe hat, die dann aber eben durchaus nicht allmächtig ist und wipen kann. In dem Spiel kann so gut wie alles passieren. Es kann auch passieren, dass man von den übelst einfachen Standardgegnern geplättet wird, wenn man halt mal kurz nicht aufpasst und eben in seiner Taktik einen Fehler drin hat. Oder eben die Gegner eine bessere Taktik haben. Dann kann es eben schnell passieren, dass man umfällt. Ups, naja, egal. Auch das ist egal, das braucht jetzt eh nicht mehr. So, hinüber mit dieser Gruppe. Und die letzte sollte jetzt auch fallen. Zack und weg. I must grow stronger. Ja. Ja, den nehmen wir am besten einfach mal auseinander. Das brauchen wir, glaube ich, eh nicht. Kann man zwar später beim Händler auch verkaufen, aber... ja, ich denke mal, dass die Dinge, die wir da gerade rausbekommen haben, relativ sinnvoll sind. Da hinten sieht man schon auf dem Berg etwas rumstehen. Dillmore Map, so. Das ist doch schon mal super. Ja, hier sind ein paar... Moblins, Goblins, wie auch immer ihr das nennen möchtet. Wir versuchen jetzt einfach mal alle drei mitzunehmen. Let's do this. Haben es auch geschafft. Und schauen wir doch mal, ob wir die tot bekommen überhaupt. Get the upper hand. Wir sind nur drei Gruppen, das sollte eigentlich möglich sein. Come on, finish them off. You like that? Da war ich zu langsam, das könnte mir jetzt meinen Downfall bringen. Obwohl... Ja, die Gruppe ist hinüber. Jetzt muss noch die zweite Gruppe dran glauben. Was aber... funktioniert hat. Cool.
Ja, manchmal machen die Fähigkeiten mehr Schaden. Momentan ist es noch nicht so, dass ich eben großartige Heiler eben habe in der Gruppe. Von daher kann ich hier halt noch an der Front noch nicht so viel machen. Und es ist auch bis jetzt noch gar nicht so nötig, hier irgendwas zu machen. Später kommen eben auch Gegner. Vor allen Dingen eben auch... Ja. Ja, komm, ist ja okay. Ja, komm, machen wir mal... Ach nee, Quatsch, lassen wir einfach drin. Später gibt's auch stärkere Gegner, also... Nicht unbedingt Standardgegner, sondern halt so... In die Richtung von Bossgegnern. Die eben... Oh, schade, ich dachte, das wäre ein Truhe oder sowas. Die eben auch Multi-Deadlocks haben, das heißt, dass nicht nur eine Gruppe gedeadlockt wird, sondern zwei. Und das macht das Ganze noch etwas dynamischer und schwieriger. This was once a prosperous town. It was centered around the remnant of peace, the rubber soul. Was there a war? No. The one the remnant was bound to passed away. The world is filled with countless remnants. No two look alike or share the same power. However, they all have one thing in common. And that is? When a remnant is not bound to a soul, it calls forth disastrous misfortune. This calamity is known as the Collapse. Shh! Hide yourselves. I see them. Two men. And a dark-haired little girl. What did you do to her? This must be our cue. Triggered another collapse. Tja, sollten man den Remnant vielleicht mal binden, huh? Wäre vielleicht eine ganz gute Kiste. Meine Mission ist, den Gegner zu töten. Das hätte ich jetzt nicht vermutet. Ganz absurd. Ja, der Andreas will mal wieder irgendwas wissen. Ja. Dumme Fragen stellt der Junge hier. Tja, hoffentlich kriege ich die Gruppe tot. Ja, so natürlich nicht. Aber die Mystic Missile müsste jetzt, wenn sie trifft, ja, den Gegner umhauen. Und hoffen wir mal, ja, blockte, guter Typ. So, jetzt dürften... Steady there. Das ist ungut. I should inform you, there's no way I will lose. So, die Gruppe hat noch genug HP. Und die braucht welche. Be careful. Ja, Emma ist eine super Tochter.
Ein super toffes Gruppenmitglied. Ups. Ja, ich. Wie gesagt, das ist eben auf Xbox gemünzt. Und deshalb ist es manchmal nicht so einfach. Ach, Andreas, das Game ist gut, Mann. So. Ja, wir hauen, glaube ich, erstmal die hier um. Und zwar mit normalen Angriffen, damit wir hoffen, dass sie nicht umfallen direkt schon in der ersten Runde. Ja. Damit wir sie nochmal flanken können, aber ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Double Strike. Andreas spielt jetzt Dota 2. Okay, jetzt kommen die rein. Okay. Das ist übel. Das ist wirklich übel. Okay, wir versuchen mal den Deadlock nicht zu brechen. Und wir haben Glück. Wir kriegen noch genug Restore-Sachen hin. So, dass die zweite Gruppe jetzt auch nochmal... Ah, schade. Auch nochmal hinterher heilen kann. Not bad. Run them through! Die zweite Gruppe heilt aber nicht hinterher. Here we go. Zweite Gruppe, fickt euch. Wir versuchen jetzt einfach verzweifelt draufzuhauen ohne Ende. Und es sollte funktionieren, der sollte jetzt gleich umfallen. Ja. Wenn die Lebensanzeige blinkt, dann heißt das, der hat nicht mehr viel Life. Excellent. Brilliant. Mystic Missile 2. Super. Das ist eigentlich nicht schlecht. It was as you said, Lord David. The flying creature is unquestionably a remnant. Confirm this with the Academy. Yes, my lord. Who could be behind all this? We do not know enough at this point. Verily, this situation is more complex than we'd imagined. Yes. We should postpone any course of action until we know more. What about Arena? Should I just keep my fingers crossed? We are not dealing with an ordinary foe. A well-researched plan is essential. Dave, come on! Torgal is correct. We are dealing with forces that control a remnant not even the Academy knows about. Jumping to conclusions will only place Arthlem in danger. You must understand my position, Rush. Where are you going? To find Arena, obviously. You know how the people of Athlum are the most important things in your life? Well, Arena's the most important thing in mine. Well, thanks for the help along the way. I'll go it alone from here. Lord David, we still know nothing about his talisman. Perhaps we should have stopped him. Perhaps. I am aware that we need more power, as the Gaybog and Valeria Heart won't suffice. The future of Athlum is at stake here. Dum dum dum.
Arena. Feeling better? You're a picky eater, huh? Sorry, the menu's not fit for a princess like you. Hey. Rush. Rush is dead. Stop mourning the dead and eat your meal. You are vital to him. You should be honored. Hey, wait up! How long are we gonna keep her like that? Let's just hand her over. You pity her? This whole deal makes me sick. She's just a kid. I am merely following the Lord's orders, as you should follow mine. Fine. Then give me some real orders. I'm sick of being a damn babysitter. As you wish. Let us go forth to the next remnant. Ja, ein paar viele Zwischensequenzen gerade. Und ja, jetzt kann man Moment, müsste auf hier gehen, ja, Union Board. Hier kann man eben die Unions einstellen und auch so eine Formation eben aussuchen, die dann ja, okay, so. Damit verstärkt man verschiedene Attribute oder schwächt verschiedene andere Attribute. Das macht insofern Sinn, als dass man eben sich quasi eine Melee-Gruppe ranzüchten kann oder eben auch nicht. Beziehungsweise man kann auf die Art und Weise eben eine die Gruppen, die man eben zusammenstellt, an die Formationen eben anpassen und dadurch halt einfach mehr aus den eigentlichen Stärken der Gruppe rausholen oder eben Schwächen ausgleichen. Okay, der Rush hat ja, das Schild werde ich jetzt einfach mal kaufen. Ja, ich möchte es equippen. Nein, ich möchte es nicht kaufen. Ich möchte eigentlich nur wissen, was das Ding kann. Wo kann ich es denn auswählen? Blade Breaker. Ich nehme lieber das Katana. Ja. Wir haben noch 2000 Gold. Okay, da brauchen wir erstmal nichts von. Was kannst du, mein Freund? Okay, du bist auch so ein Ring, Bracelet, Belt.
Broadsword kann man verkaufen. Und die ganzen Monster. Captured Wildplant bringt ja nahe voll Geld. Dafür kann man, glaube ich, jetzt mal hier. Buckler. Dann brauche ich nicht. Intellekt hoch. Bracelet kaufen. Yes. Bracelet. Und einen Belt einfach mal kaufen. So. Damit hätten wir das geschafft. Und gehen jetzt noch in den Virtus Parish, um eben Gruppenmitglieder anzuheuern. Was eine sehr wichtige Sache ist. Damit kann man dann... Bin ich überhaupt richtig? Ja, ich glaube schon. Wir lehnen die Quest erstmal ab. Weil ich glaube, die bringen mich dann direkt dahin, wo ich hin sollte, also hinwollen sollte. Und das ist halt besser, erstmal jetzt die Gruppenmitglieder zu rekrutieren, damit ich eben eine etwas stärkere Streitmacht auch habe. Ja, da ist der Mensch. Nicht dieser Mensch. Schon okay. Diesen Menschen. Ah, nein, diesen Menschen. McGrady. Ja. Und Oaks. Beide rein. Jetzt bin ich wieder auf. Nee, schon okay, können wir so lassen. Ey. Hörst du auf, Mann? Ich wollte eigentlich nur das Ding schließen, aber irgendwie hat es nicht so ganz geklappt. Ich hab doch ne. Replace Unit. Ah, okay. Ich kann. Leave it to me. Hier die so einbinden. Ja. Das macht Sinn. Macht das Sinn, den da direkt nach vorne zu setzen? Ich glaube eher weniger. So macht das, glaube ich, mehr Sinn. Da der McGrady eben Heiler ist und da eigentlich am besten hinten stehen sollte, ich ihn jetzt aber eben in die rechte Flanke gestellt habe, was auch nicht so eine gute Sache ist. Aber naja, wir haben eben due to lack of personnel, müssen wir das eben tun. Ja, gehen wir. Ja, die schicken mich direkt hin. Hier sind wir ja schon mal gewesen. Und da ist der Typ auch schon. Ja, das war wohl eine sehr kurze Quest. Wow. Ja. Wenn man eben diese Quest abschließt, bekommt man eben Gruppenmitglieder, Bolzen. Und diese Gruppenmitglieder kann man dann eben in der Gilde anheuern. Ja, mein Ding. Und
manche von diesen Gruppenmitgliedern sind eben stärker als diese Standardgruppenmitglieder, die man eben anheuern kann. Was natürlich auch cool ist. Und dieser Bolson ist, glaube ich, einer von denen. Ja, ist ja okay, bla bla bla, zwischen Nebenquests, ist nicht so wild. Und ja, dadurch, dass die halt stärker sind, hat man eben mehr Chancen durchzukommen. Da ist der Nachteil allerdings auch, dass eben diese, ja, wie soll ich das jetzt ausdrücken, die Nebenquests sind halt nicht immer verfügbar, sondern nur zu bestimmten Zeitpunkten im Spiel. Wenn man die eben verpasst, beziehungsweise diesen Zeitpunkt eben verpasst, kann man die Gruppenmitglieder nicht mehr rekrutieren. Okay. Das sollten wir aber hinkriegen. Come on, let's kick some A. How you like that? Catch 'em in their blind spot. Haha. Ja, ich wollte meinen Rush eigentlich eher auf Nahkampf rüsten. So Nahkampf Halbheiler eben. In die Richtung. Oh, hier ist nur eine Truhe. Ich hätte letztes Mal hier lang gehen sollen. Ah, 300 Gold ist eigentlich ganz tofte. Und gehen wir mal da runter. Jedenfalls, mein Rush wird wie gesagt. Huch. Ja, ich sollte vielleicht jetzt gerade nochmal speichern. Wie gesagt, sonst kann es eben passieren, dass man, ja, umgemoscht wird. Und, ja, ist nicht so gut. Ja, ist ja okay. Nicht so wild. Bla bla bla. Und, ja, deshalb stellt man auch normalerweise automatisch Speichern eben ein, damit man eben einen Punkt hat, an dem man eben zurück kann. Bauen wir erstmal die Kleinen um. Kacke. Aber der Boss fällt gleich um. LOL! Catch 'em in their blind spot. Was ein schwacher Boss. I won't let bullies like you get in my way. Check this out. Victory direkt schon. Ha! Ich musste gar nicht mehr die kleinen Gegner töten. So, jetzt bin ich wieder in Atlum. Cool. So, jetzt kann man ihn nämlich in der in dem Pub in der Gilde rekrutieren. Und damit kann ich meine Formation ein bisschen stärken und meine Gruppe kriegt eben auch ein bisschen Life mehr dadurch. Was natürlich eine super Sache ist. Oh, der ist aber ganz schön teuer, der Penner. Da muss ich, glaube ich, erst noch mal ein paar Sachen verkaufen. Weil dieser Bolson ist halt, glaube ich, einer von denen, die eben stärker sind. Da bin ich mir aber gerade nicht ganz so sicher. Ich weiß nicht mehr, woran man das erkennt. Ich weiß nur, dass es so ist. Und wir gehen einfach mal in den Shop. Shoppe die Shop. Und verkaufen mal ein bisschen was. Ja, er hier hat ein paar Crafting-Items.
Was bringt das Ding? Speed nach oben. Ah, das ist natürlich auch nicht schlecht. Verkaufen wir mal Raptoren, da haben wir nur einen von. Aber davon haben wir zwei. Ach, hauen wir einfach mal alles von den Monstern weg. Und gehen in den Virtus Parish wieder, leihen den Typen an. Dann in den Pub rein, die zweite Nebenquest da machen und... Ich glaube, es ist sogar eine Hauptquest, die man da macht. Bin mir nicht ganz so sicher. Jedenfalls ist es immer sehr gut, wenn man... Ja... Guild Tasks. Complete. Cool. Monster Slayer 8 Spiders in Blackdale. Da bin ich noch nicht gewesen. Blue Jaws. Okay, wo ist das denn? Okay, das Kupfer kann man sich ja kaufen bei dem Typen da eben. Aber erstmal muss ich jetzt noch im Union Board das umstellen. Check Equipment. Okay, man kann ja auch nicht wirklich was ändern. An dem Equipment, wie gesagt. Place Unit. Ach ne, okay, kann ich nur den... Was bringt der? Improves Attack of Frontline and Defense of Flanks. Enhanced Slashing. Okay, da ist der Arrow of Athrum doch noch die bessere Wahl. Olsen. Und ihn nach hinten. Aber wieso nicht? Ah, ich kann nur drei Battle Units haben. Naja, aber ich werde Bolson auf jeden Fall reinnehmen. Das ist natürlich suboptimal, dass nur drei Charaktere drin haben kann. Ah nein, wir werden jetzt nochmal mit dem Menschen hier sprechen. Er hatte noch eine Quest. Okay, der hat einfach nur einen, keine Ahnung, Hirnfurz abgelassen und wollte uns mal ein bisschen klug scheißen und sagen, hey, hier gibt's doch eine Area, wo du rein kannst. So, wir gehen nochmal, gehen wir jetzt in den Towns, ne, wir gehen erstmal auf die Weltkarte zurück. Das zeigte mir, hey, da ist ja was, wo ich hin kann, will ich aber nicht, wir gehen erstmal in die Gaslin Caves wieder rein. Denn hier gibt es ja noch Blue Jaws, den man töten kann. Ich weiß nicht genau, unter welchen Bedingungen der eben auftaucht. Da müssten wir jetzt einfach mal hoffen, dass er am Ende von dem Ding hier auftaucht. Wir suchen es einfach mal kurz ab und schauen mal. Und dann haben wir eben einen dieser Guild-Tasks wieder abgeschlossen. Das sind auch so... Ja, so Leatherboard-Aufträge eben. Und ja, die sind eben einfach, ja, ich weiß nicht, es sind nicht direkt Achievements, aber was in der Richtung. Come on, let's kick some A. Der Nachteil eben daran, dass ich jetzt nur, weil dass ich jetzt alle in eine Gruppe reingesteckt habe, ist eben, dass wir sehr easy geflankt werden können und ich nicht mehr so viel, ja, wie ihr seht, sehr easy geflankt worden und ich nicht mehr so viel Varietät in meiner Taktik drin habe. Das heißt, ich kann mich nicht mehr so gut an Situationen eben anpassen. Was natürlich eine suboptimale Sache ist. Aber ich glaube,
Warte, ich kann das auch, das ist ja super. Ja. Deshalb. Oh, cool. Ja, kannst du ruhig haben, Junge, kein Ding. Und. Das da hinten sind Gegner. Nehmen wir einfach mal mit. Und schauen mal, ob Blue Jaws jetzt hier irgendwo ist. Müsste in den Gasling Caves hier irgendwo sein. Beide anzugreifen war vielleicht sogar ein bisschen leichtsinnig. Aber wie es scheint, kriegen wir das ja ganz gut tot. Da muss man halt immer aufpassen, wie viele Gegnergruppen man eben angreift. Das ist am Anfang ein bisschen schwierig. Aber was soll's. Später werdet ihr noch merken, dass... Oh cool, Intellect has grown. Das will ich aber eigentlich gar nicht. Aber später werdet ihr noch merken, dass es eben nicht so einfach ist. Diese Taktik eben durchzusetzen. Okay, gehen wir mal auf den anderen Vorsprung. Vielleicht ist er ja da. Wie gesagt, ich weiß es nicht so genau. Und wir sind jetzt auch gerade so... Ich könnte halt auch mit der Story jetzt weitermachen. Das ist wie gesagt kein Problem. Ich möchte aber wie gesagt nochmal gucken, ob ich diesen Typen nicht finde, weil es eben ganz gute Sache ist. Wenn ich ihn jetzt nicht finde, gehe ich nochmal zurück in die Stadt. Und werde eben... Haha. Es kann auch passieren, dass Gegner einfach fliehen im Kampf. Gibt dann leider etwas weniger Erfahrung und auch ein bisschen weniger Drops eben im Endeffekt. Ne, okay, hier ist auch nichts. Dann laufen wir mal zurück zum Eingang der Höhle und ich glaube, das ist so, dass die zufällig auftauchen, diese Monster. Wenn man eben in die Höhle reinkommt, wird das bestimmt, ob die da sind oder nicht. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Wie gesagt, ich habe es ewig nicht mehr gespielt. Ich müsste es wirklich nachgucken. Und ja, wir gehen jetzt mal kurz nach Athlum wieder zurück. In diesen Town Square Bezirk. Und kaufen uns von dem Penner hier 3 Copperohr. Labern dann mal mit dem Typen nochmal. Ist da noch irgendwas anderes? Okay. Tut er nicht. Damit können wir jetzt wieder in die Gilde reingehen. Und die Quest hoffentlich abschließen. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ob das so gecheatet funktioniert. Und danach gehen wir dann auch in die neue Stadt. Obwohl, Markus spielt Dota 2. Ich habe eigentlich auch Bock auf Dota 2. Deshalb werde ich ihm jetzt mal kurz schreiben. Warte mal kurz auf mich. Und werde dann hier nochmal nach der Quest gucken. Ja, funktioniert. Gibt ein Blueprint und 1000 Gold, das heißt, wir haben 100 Gold quasi verdient damit. Obtain 2 commemorative. Ja. Das heißt, an dieser Stelle speichere ich jetzt einfach. Und wir sehen uns in der nächsten Episode. Macht's gut, auf Wiedersehen, tschö mit Ö, ciao mit Au.